Wir sind vor 4 Tagen oder so circa in Peking angekommen, haben schon ein bisschen einleben können. Der Jetlag ist jetzt mittlerweile auch schon weg. Jetzt kann ich schon länger schlafen wie bis 8. Und wir waren vor 2 Jahren schon mal in China da und da hat es, sage ich mal, nicht so gut ausgeschaut, die Halfpipe. Also es war schon ziemlich schwierig zum Fahren. Und also da, wo ich jetzt zum ersten Mal im Training war, das war die beste Halfpipe, wo ich bis jetzt jemals in meinem Leben gefahren bin. Ja, Marco hat sich wirklich super entwickelt die letzten Jahre, seitdem ich dabei bin. Vor allem das Tricklevel ist gestiegen, die Grabs hat er verbessert, generell sein ganzer Style und die ganzen Runs, beziehungsweise der Run, was wir geplant haben, der schaut wirklich gut aus und natürlich würde es uns sehr freuen, wenn wir es in die Finals schaffen. Aber natürlich müssen wir schauen, wie das Wetter ist. Wie sich der Marco fühlt, aber ich gehe stark davon aus, dass er eine gute Platzierung erzielt. Meine Ziele habe ich jetzt mal aufs Finale gesetzt, also das sind ja die Top 12. Ich schaue, dass ich alles sauber hinkriege und wenn alles so funktioniert, wie man das vorgestellt hat, nachher würde ich mich natürlich freuen, wenn es fürs Finale reicht und nachher, was nachher passiert, das schaue ich nachher weiter. Also ich habe noch nicht ganz entschieden, was ich nachher mache. Ich habe die Tricks schon ein paar probiert, ein bisschen was muss ich morgen im Training noch machen und ich sage, morgen nach dem finalen Training wird das alles entschieden nachher. Natürlich kann es so nachher passieren, dass vielleicht, wir wissen das Wetter noch nicht ganz genau, wie das wird, wenn jetzt schlechtes Wetter ist oder gutes Wetter, dass vielleicht noch ein bisschen was geändert wird, aber so der Grundstein, sage ich mal, der ist fix.